das erste Buch Mose, Kapitel 6. Und es geschah, da die Menschen begannen sich zu mehren auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes die Töchter der Menschen, dass sie schön waren, und nahmen sich Weiber aus allen, die sie erwählten. Also wir verstehen hier, das waren Menschen, die wahrscheinlich gerecht waren davor, aber dann haben sie Töchter der anderen Menschen genommen, was anscheinend zu Unrecht war. Vers 3. Und Jehova sprach auf Hebräisch: Lo yadon ruachi va adam leolam. Sowas wie: Mein Geist soll nicht ewiglich rechten mit dem Menschen, denn er ist auch Fleisch, und seine Tage seien 120 Jahre. Wobei wir sehen, in der Tora, es steht geschrieben, Menschen haben nach diesem Zeitpunkt auch länger als 120 Jahre gelebt. Also wir gehen davon aus, das muss etwas anderes bedeuten. Und wir haben eine Theorie, aber es ist nicht hundertprozentig klar, was das bedeutet, aber man kann mir schreiben, wenn man das diskutieren möchte. Okay. In jenen Tagen waren die Riesen auf Erden, und auch hernach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingegangen waren und diese ihnen gebaren. Dies sind dieselben, die von alters her Männer von Ruhm gewesen sind. Anshei Hashem. Wie berühmte Männer. Und Jehova sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden, und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reuete Jehova, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden, und es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Und Jehova sprach: Ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und bis zum Gevögel des Himmels, denn es reuet mich, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gnade in den Augen Jehovas. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah war ein gerechter Mann, Ish Tzadik. Vollkommen Tamim auf Hebräisch, unter seinen Geschlechtern. Mit Gott wanderte Noah. Und Noah zeugte drei Söhne, Schem, Cham und Japhet. Und die Erde war verderbt vor dem Angesicht Gottes, und die Erde war voll Gewalttat. Und Gott sah die Erde, und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Und Gott sprach zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist voll Gewalttat durch sie. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche von Gopherholz mit Kammern, sollst du die Arche machen, und verpiche sie von innen und außen mit Pech.
Und also sollst du sie machen. 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Ein Fenster sollst du der Arche machen. Und bis zu einer Elle hoch sollst du es fertigen von oben. Und die Tür der Arche sollst du in ihre Seite setzen, mit einem untern, zweiten und dritten Stockwerk sollst du sie machen. Denn ich sehe, ich bringe eine Wasserflut über die Erde, zu verderben alles Fleisch, darin ein Odem des Lebens ist, unter dem Himmel, alles, was auf der Erde ist, soll verscheiden. Aber mit dir will ich meinen Bund errichten, und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne, und dein Weib und die Weiber deiner Söhne mit dir. Und von allem Lebendigen, von allem Fleische, zwei von jeglichem, sollst du in die Arche bringen, um sie am Leben zu erhalten mit dir. Männlein und ein Weiblein sollen sie sein. Von dem Gevögel nach seiner Art und von dem Vieh nach seiner Art, von allem Gewürm der Erde nach seiner Art, zwei von jeglichem sollen zu dir eingehen, um sie am Leben zu erhalten. Und du nimm dir von aller Speise, die gegessen wird, und sammle sie zu dir, dass sie dir und ihnen zur Speise sei. Und Noah tat es nach allem, wie Gott ihm geboten hatte. Also tat er.